so schnell wie möglich von der Theorie in die Praxis. Und das mag auch nicht für alle Startups irgendwie richtig sein, je nachdem, in welchem Bereich du bist. Mhm. Aber wir sind viel zu lange in der Theorie gewesen und Umfragen machen. Und das ist alles gut und mit den Leuten reden und wo sind Pain Points. Und das ist alles super, aber wenn jemand dein Produkt nutzt, das du nicht kennst und wo vielleicht sogar dafür zahlt, das ist jemand, wo du wirklich merkst, okay, there is something, oder? Mhm. Aber alles andere, du kannst den Leuten schon sagen, würdest du das nutzen und würdest du die Funktion cool finden und weiss ich auch nicht was. Aber ich glaube, das ist so in der Theorie, und da denke ich mittlerweile schon fast ein bisschen extrem drüber. Ich glaube, du musst einfach versuchen, so schnell wie möglich irgendetwas auf den Markt zu bringen, das man nutzen kann. Und dann die Leute versuchen, draufzubringen.